Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD. Und ja, ich war gerade unten, habe meine Pokémon geheilt. Wir haben uns weiter vorgekämpft, haben einen Noctan und einen Kikli gefangen. Und ja, ich bin immer noch zu faul, meine ganzen Tränke und sowas zu benutzen. Deswegen renne ich lieber jedes Mal noch nach unten. Währenddessen sind Porenta und Radikal fertig in dem Kryptor-Dingens. Kryptor-Biss. Und ich sehe gerade, dass Kappels momentan so ein bisschen hinterherhinkt. Aber okay, das werden wir noch holen. So, das hier kennen wir ja schon. Von Dr. Abascus. Mal sehen, dass wir hier überall hinkommen. Aber... scheint eh nur eine Richtung gerade zu geben. Insofern bleibt uns ja eh nicht viel übrig. Aber an dieser Truhe kommen wir auf jeden Fall schon mal. 3 Timerbälle. Oh, cool. Immer noch mit meinen Lieblingsbälle. Weil ich einfach damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und damit damals zumindest immer meine meisten legendären Pokémon gefangen habe. Ich glaube, hiermit komme ich wieder zurück so ein bisschen, oder? Genau, komme ich damit hin. Wieder komplett zurück. Hier gab es aber auch nichts weiter, ne? Nee. Okay, wie komme ich dann darüber? Warte mal, das Ding ist bei Orange. Wie soll ich von zu Orange kommen, wenn das Ding bei Orange ist? Und das der einzige Zugangsweg ist. Okay, da muss von irgendwie anders rankommen. Nehme ich mal ganz stark an. Okay. Ja, okay. Ah, pass auf deinen Kopf auf. Dachte auch auf den Boden. Okay, Gas. Was auch immer du sagst. Schade, dass das Kryptobeben hier natürlich nicht so gut ist. Also kein Bodenattacke ist. Das wäre jetzt gerade ziemlich hilfreich gegen die beiden. Aber trotzdem sollte das ein gutes Match werden. Und beide Level 41. Okay. Ich kann zumindest beiden ganz gut wehtun. Sagen wir es so. Aber das ist sogar weniger als erwartet. Und der Donner trifft. Wow. Das hat ganz schön wehgetan, dafür, dass das nicht sehr effektiv war. Au! Alter Schwede. Ich werde Kappels heilen. Eine Limonade, das reicht vollkommen. Macht dann gegen das Magneton einen Durchbruch. Du tust mir nämlich ein bisschen zu sehr weh. So, dankeschön. Oh, ein Schlurp. War das auch ein Krypto-Pokémon? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, war's. So manchmal im Kurzzeitgedächtnis, wenn man dann einen Namen sieht. War das nicht? Ja, war's. Sehr schön. Gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, machen wir erstmal Slanturn platt. Bevor das hier noch irgendwelche Shenanigans treibt. Das hält mir zu viel aus hier. Und er hatte, glaube ich, nur 3 Pokémon. Insofern haben wir es dann nämlich mit diesem Lanton auch hinter uns gebracht. Wunderbar. So Chaos. Dann ist schon wieder so ein Blödsinn. Probieren wir es trotzdem einfach mal. Ja, wunderbar. Und der auch noch. Ach ja, wie schön.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich will halt nicht, dass Kappel jetzt schon wieder drauf geht, wenn es gerade so ein bisschen mit Leveln hinterherhinkt. Das ist das Problem. Ich glaube, ich werde es dann einfach beleben nach dem Kampf, wenn es wirklich so weit kommt. Wow, von 4 Versuchen alle 4 durch. Oh Mann. Ja, inzwischen sind sie schlau genug, um sich auf einen Pokémon zu konzentrieren. Scheinbar. So. Erstmal paralysieren hier. Altaria ist nicht mehr verwirrt. Wunderbar. Aeroass. Sollte nicht allzu viel Schaden machen. Oh ja. Sogar noch weniger als erwartet. Aber ist okay. Wieder Paralyse. Verwirrung. Immerhin trifft es Altaria nicht. Ist ja aber auch schon schlimm genug hier. Jawohl. Blitzer kommt wenigstens durch. Noms. Jawohl, ja. Und es ist paralysiert. Wunderbar. So, dann mache ich einfach hier das und werfe hier gleich einen Ball. Damit sich Blitzer nicht möglichst sich selber angreift. Das wäre so mein Gedanke zumindest dahinter. Im optimalen Fall funktioniert das sowieso gleich. Und momentan scheint ja alles zu klappen, was Pokémon fangen angeht zumindest. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, beleben wir kurz Kappels wieder. Ich habe ja noch genug Beleber. Und habe ich auch noch irgendwas an Supertränken? Jawohl, ja. Perfekt. So, dann vermute ich mal, dass ich hier die Löcher runterfallen kann. Und das Orangene war, glaube ich, dann ungefähr hier irgendwo, oder? Das zählt das Rote. Okay. Wenn sie so nett und die Dinger wieder so hinzustellen, dass man dann auch wieder gleich rüberkommt. Wenn man nicht irgendwie das resetten muss oder so. Beziehungsweise es resettet sich ja von alleine. Sobald wir hier jetzt den Raum verlassen. Aber wo muss ich dann hin? Also einmal zum Orangen natürlich. Achso, da hinten geht's weiter. Ein Top-Beleber. Okay, dann den nehme ich gerne mit. So, gab's hier noch was? Ich glaube, hier gab's noch was, oder? Ja, es gab den da noch. Guck mal unten rechts. Hm. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Oder wie wir da hinkommen. Ich vermute mal, dass das sogar auf der anderen Seite erst ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es jetzt das da direkt sein wird. Ah, zum Gier ist es fertig, okay. Dürften jetzt ein paar andere auch nicht mehr allzu lange dauern. Viermal Hyperheiler. Okay, und da geht's weiter. Hi! Ah, was? Okay, das ist glaube ich irgendein Kampfschrei. Deswegen werde ich den jetzt nicht nachmachen, es ist schon spät und es ist dunkel und ich werde damit Leute ärgern. Ich werde, mich wirst du nicht schaffen. Ich werde ausgeschimpft, wenn ich dich nicht schlage. Okay. So, in Sinne, also, aia! So, was in die Richtung soll das wahrscheinlich sein. Keine Ahnung. Frag mich nicht, ich mach nicht solche Töne.
Damiaplex und Gravumps, okay. Das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Und sollte auch gut machbar für Kapilz sein, das ist das Gute. Naja, außer der Bedroher natürlich, der ist blöd. Trotzdem sollte es, wenn ich durchkomme, ganz gut Schaden machen. Wow. Der Stampfer hat auch guten Schaden gemacht. Vielleicht doch erst das Damiaplex angreifen sollen. Na gut, mal schauen. Durchbruch. Bam. Jawohl, ja. Macht immer noch ganz guten Schaden. Sehr, sehr gut. So, ein Sichlor. Welches ein Krypto-Pokémon ist? Ist das hier rein zum Pokémon? Ne, eins hat es dann immer noch. Hm. Dann wollen wir erstmal das Damiaplex noch irgendwie wegkriegen. Das tut weh. Und der tut auch weh. Einer von beiden geht drauf. Und es ist leider wieder Kapilz. Ach komm schon. Was habt ihr alle gegen Kapilz? Ich versteh's nicht. Ja, komm, Torhaido. Vorerst. Wir brauchen nämlich noch was, um das Damiaplex da wegzubekommen. Ah, das sich läuft schnell. Aber wenn es natürlich nur Altaria angreift, bringt es nicht so viel. Okay, Damiaplex ist damit besiegt. Und ihr letztes Pokémon ist ein Chanera und auch das wird ein Krypto-Pokémon sein. Ja, daran konnte ich mich auch noch erinnern. An das Chanera. Also, dass eins drinne stand, nicht, dass ich das hier bekomme oder sowas. Einfach nur, dass es drin stand, dass man hier ein Chanera bekommen wird. Irgendwo. Das heißt, einmal Aeroass auf dich und einmal ein Knirscher auf dich. Ich glaube, das sollte ganz gut klappen. Sichlord ja auch an sich eine gute Verteidigung. Wird ja mein Scherox, welches man definitiv auch defensiv spielen kann. Dann natürlich mit sowas wie Schwertanz oder so, um den Angriff zu boosten. Ja, der natürliche Bulk eines Scheroxes ist ganz schön heftig. Ja, und das funktioniert wunderbar zum Schwächen. Wenn ich jetzt natürlich nicht irgendwie komplett ausgenockt werde hier. So, Aeroass nochmal auf dich. Nörscher auf dich. Ja, solange du weiter bei deinem Krypto-Dunst bleibst, ist mir das vollkommen egal. Senkst meinen Fluchtwert und lässt mich nicht fliegen. Interessant. So, okay, Sichlor schon mal runtergesetzt. Bei Chanera dauert es noch ein bisschen. Okay, gegen Altaria macht das natürlich nicht. Auch wenn es ein Crit war. Und das war jetzt auch nicht so schlimm. Na, da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass das reichen wird. Hoffen wir trotzdem das Beste für Sichlor und lassen dann nämlich jetzt zu Haido das Chanera, weil das schwächt. Oh ja, es klappt momentan echt mit den Bällen, das ist geil. Ich möchte mich da gerne nicht beschweren. So, und Chanera kann immer noch einiges aushalten. Aber Chanera hat auch definitiv einen sehr, sehr schlechten Fangcode, also. Das werde ich so schnell nicht fangen können. Das geht wahrscheinlich meine schöne Fangquote, die ich gerade mir aufgebaut habe, dann zunichte. Diesem Chanera. Aber hey,
Man kann ja nicht alles haben. Okay, Altaria ist aufgewühlt. Nutzen wir die Chance, rufen Altaria und wechseln auf Blitzer. Achso, ich kann es nicht wechseln. Ah. So viel dann dazu. Ich wollte gerade sagen, ich wechsle jetzt einfach auf Blitzer und mache dann die Paralyse. Um die Chance wenigstens zu erhöhen. Weil Chanera weiß ja jeder. Auch wie Kangama in der Safari-Zone. Eines der schwerst zu fangendsten Pokémon, mal davon abgesehen, dass es kaum auftaucht. Hat halt nämlich auch noch einen verdammt heftigen Fangwert. Das hat da ganz schöne Probleme. So. Einmal bitte den Hyperball. Aber zugegeben, damals hatte man auch nur die Safari-Bälle. Jetzt habe ich immerhin einen Hyperball, aber trotzdem ist die Chance relativ niedrig. Also vergleichsweise. Ja. Das war mir ziemlich klar. Das war's dann auch für Tohaido. Die Altaria immer zu crittet. Nein, das war's noch nicht mit Tohaido. Wow. Komm mal, ein Krypto-Beben. Zieh noch ein paar weniger HP ab. Insofern es denn so weit kommt. Vielleicht haben wir es jetzt auch einfach, das wäre das Beste. Oh ja. Das waren trotzdem 10 Bälle weniger, als ich erwartet habe. Das wäre im Endeffekt. Ich habe mich dann schon auf was Längeres eingestellt. Aber, finde ich gut. Ich werde gleich mal Dingens wiederbeleben. Denn momentan habe ich tatsächlich keine Lust, immer zu hoch und runter zu rennen. Kapilz hat es definitiv verdient, hier gerade mal ein bisschen mitzuleveln. So, und ich glaube, ich muss hier runter. Aha. Und ich war richtig. Was ist so? Zwei Beleber. Da habe ich die zwei Beleber wieder drin, die ich für Kapilz jetzt schon verwendet habe. Zugeben die Heiltränke nicht, aber dafür habe ich noch einen Top-Beleber bekommen, also. Silver Lining. Zu viel Sword Art Online abridged. Aber warum auch nicht? Das ist gut. Kann ich nur empfehlen. Selbst wenn ihr Sword Art Online selber nicht gekannt habt oder nicht mögt, das ist verdammt lustig. Wie viele, viele gute Abridged-Serien. Es gibt ja wirklich viele gute Abridged-Serien, aber das ist auch wieder eine verdammt gute Abridged-Serie. Ja. So. Schauen wir jetzt durch, dass wir hier ohne runterzufallen. Ich weiß gar nicht, ob wir zweimal durchs selbe Loch fallen können. Ob uns das dann einfach verwehrt wird, weil jetzt sind ja momentan die Lichter drüber. Und dann aber nicht mehr. Na gut, mal sehen. Ich hätte vielleicht erst in den Aufzug gehen sollen. Wenn jetzt hier nämlich eine Heilstation ist, würde mich das ärgern. Dem scheint aber nicht so zu sein. Oh, hi, du. Du schon wieder. Dich kennen wir auch. Dort hinten haben wir schon den mit den blauen Haaren gesehen. Haha, so sieht man sich also wieder. Mein Plan war perfekt. Vollkommen nutzlos waren allerdings Lucilla und Olaf. Und natürlich du. Du hast meinen brillanten Plan vereitelt, den ich für Fennec entwickelt hatte. Und diese impertinente Frau hatte auch noch die Stirn, den Augenblick meiner schwärzesten Stunde zu filmen und ganz Ohr zu präsentieren. Um Meister Frenos wieder gütlich zu stimmen und das mir zustehende Amt des Ohrgouverneurs zu sichern, muss ich besiegen. Diesmal kenne ich keine Zurückhaltung bei der Zurschaustellung meiner Macht. Okay, das könnte sogar relativ gemein werden. Mitang und Morlord. Okay, das geht noch.
Das finde ich tatsächlich noch vollkommen okay als Gegner für meine 2. Denn das Kryptobeben ist ja so ganz gut. Und der Megasauger ist vierfach effektiv. Insofern sollte der Schaden ganz gut werden. Ah, der Kontramodus senkt dann schon wieder meinen Schaden in der nächsten Runde. Yay. Sobald das Kapilz trifft, ist es nämlich auch schon wieder hin. Okay. Oh, gut. Ich hatte gerade leichte Angst. Ich hätte es gerne, dass wenigstens Kapilz ein gegnerisches Pokémon so erledigt. So, ein Altaria ist auch bald fertig zur Befreiung. Wobei ich später auch ein Krypto-Pokémon brauche. Also ich muss mindestens ein Krypto-Pokémon später im Team dabei haben. So viel steht fest. Und gut, Kapilz erreicht schon mal Level 38 immerhin. Xerox, okay. Dann weiß ich schon mal, was ich als nächstes auf jeden Fall einsetze. Denn Kapilz geht leider drauf und wird auch nicht mehr viel machen können in diesem Kampf. Also, ja, es ist gerade K.O. gegangen, also wird es definitiv nicht mehr viel machen können, aber ja, es hätte jetzt nichts mehr machen können, sagen wir es so. Es hätte beide noch mit Durchbruch attackieren können, aber das wäre es halt auch gewesen. So, machen wir hier lieber ein Kryptobeben und machen einmal den Glutangriff. Ah, reicht Glut? Ich weiß es nicht, probier's. Farbgebung, die Hund um 100 Grad hat. Wow, und Blut reicht sogar mit einem Schlag. Ich hätte gedacht, ob es mit Kryptobeben zusammenreicht, aber es hat sogar mit einem Schlag gereicht. Sehr schön. Wir sehen schon, die Gegner sind inzwischen auf über Level 40. Ich glaube, es wäre dann jetzt an der Zeit, wieder eine Trainingssession einzubauen. So, das Sonnenfeld ist ein Krypto-Pokémon auf 41. Okay. Das läuft ganz gut. Würde ich sagen, machen wir einfach nochmal ein Krypto-Beben und eine Glut. Jawohl, das reicht. Ich mache mal kurz auf und mache meine Tür zu. Ein Formeo? War es auch ein Krypto-Pokémon? Nee, gut. Ein Formeo wollte ich den nicht unbedingt haben. Zumal man ja eins in jeder in jedem dritten Gen-Spiel geschenkt bekommt. Deswegen wäre das relativ sinnlos gewesen, wenn man jetzt hier auch nur eins hätte fangen können. Kriegt Leonard-Schaden kriegt man zum Beispiel ja nicht auf normale Weise. Genauso wie halt viele andere. Sonnenfell auch. Ja, Sonnenfell kann man auch so fangen. Also das ist eh wiederum relativ egal da in dem Moment. Also ein paar Pokémon kriegt man immer mal wieder, die man sonst nicht fangen kann auf den, in der dritten Gen. Die Johto-Starter zum Beispiel im ersten Spiel. Ho-Oh auch im Endeffekt, weil man kann ja auch Ho-Oh bekommen, wenn man da den Duellberg macht, diese Herausforderung. Also nicht den normalen Duellberg, sondern die Duellberg-Herausforderung muss man da machen, die man im Menü anwählen kann. Aber dafür nimmt man am besten seinen eigenen Pokémon und nicht die, die man jetzt nur über das Ding gefangen hat. Wobei das bestimmt auch möglich ist, aber da habe ich auch noch keine Geduld dafür. Nur um dann jetzt Ho-Oh zu zeigen. Dafür mache ich den Duellberg auf normale Menü. Um halt auch nebenbei zu trainieren. So, Sonnenfell ist fast besiegt. Kryptohieb und Blut sollte da, glaube ich, ganz gut passen. Jawohl. Jetzt nur noch die minimale Chance der Verbrennung nutzen. Danke.
Das wäre nämlich sonst tatsächlich etwas ärgerlich geworden. Gut, was hast du noch? Ein Starmie, aber das war ein Krypto-Pokémon. Das habe ich noch im Kopf. Ja. Der Typ ist mit ziemlich viel Psycho unterwegs. Der ziemlich Psycho waren, waren das Sherox und das Romeo. Ich weiß gerade gar nicht, was ich als erstes Krypto-Pokémon von ihm bekommen habe, weil das hätten wir jetzt rein theoretisch auch nochmal bekommen können. Ich weiß nicht, welches Pokémon er dafür hätte weggelassen, also. So. Genug Geschwafel. Zeit, Bälle zu werfen. Auf das Sonfel werden wir das Dami jetzt auch mal schwächen wollen. Wow. Okay, das habe ich weniger erwartet als bei Chanera, dass es so schnell rausgeht, aber man kann ja jetzt auch nicht ewig Glück haben. Ja, wir haben viele, viele Pokémon gefangen, bei denen ich es nicht erwartet habe, dass wir es sofort fangen. Und sonst will es definitiv auch Pokémon, wo ich es nicht erwarte, jetzt, dass wir es sofort fangen. Insofern passt alles. Okay, die tat weh. Und das ist nur nervig, mehr nicht. Ja. Das ist recht doof. Ich mach trotzdem erstmal das. Werf mit ihm jetzt den Ball. Einfach noch ein bisschen sicheren Schaden reinzubekommen. Jawohl, ja. Nummer 1 ist unser. Und da geht Altaria auf die Bretter. Und den Platz einnehmen wird Blitzer. Das Dunkel lichtet sich. Und wir wollen das Ding einmal paralysieren und dann nochmal ganz leicht schwächen. Ah ja, natürlich. Die Verwirrung gab es ja auch noch. Die habe ich sogar legitim vergessen. So, wir haben noch Netzbälle. Dann werfen wir erstmal die. Denn viel besser werden wir sie nicht mehr nutzen können, außer gegen Starmie. Ich glaube, es kommen keine Käfer-Pokémon und keine Wasser-Pokémon mehr, außer dem Starmie. Ich unterschreibe es nicht, aber ich glaube zumindest, dass es eins der letzten Wasser-Pokémon, welches wir sehen werden. Und das passt wunderbar. Okay, der Kampf hat jetzt noch länger gedauert als erwartet. Ein schöner Plan, die Theorie war perfekt. Tja. Und wieder zwei Pokémon für uns. Ah, mein Plan, mein schöner, perfekter Plan. Und großer Phrenos, vergib mir. Bye, bye. So, und er geht wieder runter. Die Frage ist, da vorne ist jetzt auch einer, der runtergeht. Hm. Ist das hier, der nach unten führt? Wäre optimal. Dann könnte ich nämlich auch tatsächlich meine Trainingseinheit reinpacken. Ja. Da steht aber einer. Wird schon gehen? Aber doch nicht. Doch nicht, bevor ich dir meine umwerfende Gastfreundlichkeit demonstriert habe. Oh Gott, komm schon. Na gut, den mache ich noch fertig. Und dann machen wir auch den Part etwas länger. In dem Sinne, dass ich dann nachher jetzt gleich noch gehen werde und die anderen Pokémon befreien werde. Dann habe ich das nämlich jetzt alles noch weg hier in dem Part und dann hat sich das. Oh, Potrot auf Level 44. Das
Saltera ist natürlich auch nicht wunderbar, jetzt so schön zu bekämpfen mit den beiden. Bottrott ist, glaube ich, sogar das Pokémon mit den besten Defensivwerten schlechthin. Also, ja. Dafür ist es offensiv halt eine Null. Ich glaube, es hat 10 Angriff und Spezialangriff. Aber es hat halt dafür 230 Base-Verteidigung und Spezialverteidigung. Was einfach nur unglaublich ist. Der KP-Wert ist nicht ganz so hoch, glaube ich. Was halt Hytera zum Beispiel jetzt macht. Hytera macht ja mit seinem KP-Wert vor allem vieles weg. Aber Patron tatsächlich einfach nur mit mega hohen Werten. Deswegen sollte man, wenn man Potrop sieht, das möglichst schnell irgendwie wegbekommen, bevor es noch irgendwie die Möglichkeit hat, sich ab zu boosten oder was weiß ich. Weil wenn man es dann gar nicht mehr downkriegt, dann ist es echt meh. Was hat es eigentlich gesagt? Smogmog? Habe ich das richtig gesehen? Ach, komm schon. Und noch ein Lichtschild. Na gut, wollen wir erstmal das Smogmog irgendwie weghauen. Dürfte nicht allzu viel Schaden machen, ja. Aber die Psychokinese umso mehr. Jawohl, uns reicht. Der Knirscher war nur da, um sicher zu gehen, dass das reicht. So. Das Problem ist jetzt natürlich, wir haben zwei spezielle Angreifer gegen einen Hytera. Das nächste Problem ist, unsere zwei einzigen physischen Angreifer, Altaria und Pilz sind beide K.O. Aber gut, probieren wir es trotzdem. Die Spezialdef ist ja schon einmal gesunken von dem Hytera, aber dann hat es dafür Lichtschild eingesetzt. Insofern, hatte ich das wieder so in etwa. Also es kann Gesang, Lichtschild und Einigler. Was ist der letzte Angriff? Weichei? Weil wenn ja, dann kann es mir egal sein. Kann mir das Ding nämlich nichts anhaben. Es wird dann einfach nur langweilig. Okay, ich habe einen Schlitzer, stimmt. Mal sehen, wie wir das machen nach zwei Einiglern. Ja, immer noch mehr als genug. Okay, den Kampf haben wir in der Tasche. Wir könnten uns jetzt halt auch noch boosten, aber jetzt, da sie sogar noch, da er nochmal einen Igel einsetzt und das Lichtschild nachlässt, ja, war's das. Ah, verdammt, ich habe nochmal Gedankengut eingesetzt. Da sollte jetzt die Chinese kommen, aber es reicht trotzdem mit dem Crit sowieso. Da waren dann auch seine Einigler egal. Tut mir leid, dass ich aufgehalten habe. Tja, so kann's gehen. So. Dodri ist auch bereit für die Kryptoerlösung. Und wie gesagt, jetzt, wer nicht mehr zugucken will, ich werde jetzt nur noch zurückgehen und alle Krypto-Pokémon, die ich jetzt gerade noch habe, befreien. Und dann natürlich am Krypto-Biss noch ein bisschen was rumschrauben. Und danach werde ich auf den Duellberg gehen und dort trainieren. Das heißt, kommen dann wieder die Duellberg-Parts. Mal schauen, wie weit ich komme, aber ich werde es nicht übertreiben. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich alle auf 43, 44, je nachdem, wie ich gerade Lust habe, mache. Also mal schauen. So, zunächst gehe ich aber kurz ins Focus Center. Muss ja nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit mit K.O. und Pokémon rumrenne und sonst vergesse ich das Heilen noch. Also, lieber kurz mal sich darum kümmern. So. Das könnte jetzt eine ganze Weile dauern. Oh Mann. Da fällt mir ein, ich glaube auf dem Oasenplatz war ich ja, ne? Aber ich vermute mal, dass das Pokémon nicht mehr da ist. Nee.
Ja, wir haben auch nicht mehr so viele Poké-Snacks. Egal. Lassen wir das jetzt erstmal. Werden wir uns dann später drum kümmern. Sobald ich dann jetzt hier fertig bin. Und dann auf den Duellberg gehe, da werde ich das dann wahrscheinlich einfach machen, dass ich da noch ein bisschen was auslege. So. Hi. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir alles befreien können. Ja, ein paar würden auch nicht mehr so lange brauchen. Aber fangen wir an, es gibt genug Pokémon, die wir jetzt erstmal befreien wollen. So. Tür zum Herzen von Enteron ist offen. Enteron erinnert sich wieder an die Attacke Kaskade. Und an die Attacke Charm. Außerdem erhält es ein Band. So. Gleich das nächste. Zobiris, du bist dran. So, was erlernst du? Spukball. Das passt. Und rechte Hand. So, gleich das nächste hinterher. Und da kommt wieder der Fehler mit dem Memory. Das heißt, ich werde kurz einen Cut gleich machen. Oh Gott, komm schon. Der ist ja doch in Ordnung. Was auch immer das jedes Mal ist, ich weiß es nicht. Wir werden kurz einen Cut machen, den Emulator nochmal neu starten. Und hoffen, dass das den Fehler irgendwie so ein bisschen behebt. Boah, Schnabel. Oh, nicht schlecht. So, also wie gesagt, ich speichere kurz und mache einen kurzen Cut. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Bereit, uns um weitere Krypto-Pokémon zu kümmern. Die wir jetzt erstmal alle befreien wollen hier. So. Machen hier einfach schön direkt weiter. Und hoffen, dass dieser Fehler nicht nochmal auftaucht währenddessen. Bam, bam, bam. Das würde prinzipiell heißen, ich kann vielleicht so eine Stunde aufnehmen. Am Stück. Und danach meldet sich das Ding und sagt hier, nö, ich habe keinen Bock mehr. Wobei es bisher nur einmal wirklich dann auch stehen geblieben ist. Und das war bei den, bei dem blöden hier Dingens. Bei dem Bingo. Da ist es tatsächlich einmal dann noch komplett abgekackt und ich hatte dann keine Lust, das Bingo nochmal zu wiederholen. So. Auch Sengo ist damit bereit. Oder besser gesagt, ist damit fertig. Ich frage mich, ob das Fluidum vielleicht am Level liegt. Das kann ich dann auch noch ausprobieren. Nachdem wir fertig sind, haben wir einige Pokémon mehr, die da funktionieren. Insofern können wir da ein bisschen mehr probieren. Zum Beispiel könnte ich statt dem Funpi da ein Wasser-Pokémon hinlegen. Dann hätte ich da nämlich eine Vierfachschwäche statt einer einfachen Schwäche. Flammenwurf. Lauter so ein Blödsinn.
So. Ich denn irgend schon ein Wasser-Pokémon, was befreit ist? Ja, dich. Wenn ich dich da zum Beispiel stattdessen hinpacke. Aha. Also scheint es tatsächlich irgendwie einen Effekt zu haben. Ich glaube, ich habe aber gerade nichts, was ich da noch reinpacken könnte. In diese Box. Entweder hat es was mit der Vierfachschwäche zu tun oder damit, dass es einfach nur einiges stärker ist. Ich habe doch irgendwo das Vulcano jetzt gerade, ne? Das Vulcano ist ja auch ein paar Level höher. Vielleicht kann ich da was sehen. Also scheint tatsächlich das Level einfach zu sein. Die Vierfachschwäche zum Beispiel. Na egal. Schauen wir gleich weiter. Ob ich das dann irgendwie ändern kann. Weil jetzt momentan wollen wir eh nur befreien. Und das ist Fluidum egal. Das können wir dann noch nachbessern, sobald wir hier fertig sind. So, auch Biboras Herz ist offen. Matschbombe. Nicht schlecht. Staffette wiederum eher so mehr. So. Das nächste Forum, bitte. Togepi, du darfst auch befreit werden. Bam, bam, bam. So. Spotlight. Naja, okay. Triplette. Das ist interessant. So, und auch das dritte Pokémon wird hier natürlich nicht rein. Tür zum Herzen von Tauboga ist offen. Flügelschlag und Heilung. Okay. Heilung weiterhin nicht so eine tolle Attacke für ein Tauboga und für viele, viele Pokémon. Nur wenige können davon wirklich Profit schlagen, meiner Meinung nach. Und diese Pokémon sind meistens Tanks, also Chanera könnte Heilung spielen, da wiederum, ich weiß gar nicht, macht Vitalglocke auch das eigene Pokémon oder nur die aus dem Team? Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob Vitalglocke, also Vitalglocke kann ja das komplette Team heilen, vor Statusveränderung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch das Pokémon an sich heilt, aber ich denke schon. Und da es das ja tut, ist dann Heilung sowieso sinnlos, weil Heilung nur auf 1 geht. Also ist Vitalglocke so oder so besser. Na egal. Und selbst Pokémon wie Chanera, die keine Vitalglocke vielleicht können oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Chanera kann oder nicht. Also selbst Pokémon, die nur Heilung könnten und keine Vitalglocke, selbst da ist es fraglich, weil es gibt auch Pokémon, die dann einfach beim Wechseln wie Chanera eben die Statusänderung weghaben. Also es gibt wirklich nicht viele Pokémon, die wirklich sinnvoll mit so einem mit Heilung kämpfen könnten. Ich habe zumindest noch nicht sehr oft Heilung gesehen. Sagen wir es so. Egal. Befreien wir weiter Pokémon, bevor ich hier weiter abschweife. Bam, bam, bam. Also es könnte auch an der Entwicklungsstufe liegen, wenn es halt nur unterentwickelte Pokémon sind, dass dann das Fluidum nicht so hoch geht.
Oh, das ist halt wirklich das Level. Das ist alles, ne? Ausprobiersache. So, und das Genet ist auch noch dran. Seien Sie was, das, was ich hier geändert habe, jetzt war das Entochon. Und da die Vielfachschwäche von Kamaup jetzt auch wieder weg ist, nachdem ich das Vulcano rein hatte, konnte es das ja auch nicht mehr sein. Also es ist wahrscheinlich entweder nur die Entwicklungsstufe oder einfach nur das Level. Deswegen, ja. Keine Ahnung, was es im Endeffekt wirklich ist. Werden es aber vielleicht nachher noch herausfinden, wenn wir hier ein bisschen rumalbern. Aber das werde ich dann offscreen machen, denke ich. Um nicht noch mehr Zeit hier reinzuhauen, weil desto länger natürlich auch das Video wird, desto länger dauert das Rendern, desto länger dauert es Hochladen. Und wir haben tatsächlich nur noch zwei, sehr gut. Jetzt lässt sich zum Beispiel sehr gut prüfen, indem ich einfach Sengo und Radikal in die Normal-Pokémon, in das Normal-Pokémon-Forum da packe. Aber gut, die letzten zwei Pokémon. Und ich werde dann meine Weisheiten im Duellberg-Part dann weitergeben. Inzwischen bin ich sogar noch fraglich, ob ich Altaria überhaupt weiter mitnehmen möchte. Kommt auf die Attacken an, die es dann lernt. Es gibt noch ein paar andere Pokémon, die mir da ins Auge fallen. Starmie zum Beispiel. Da wir auch... Ja, obwohl, wir haben Wasser-Pokémon, wir haben auch ein Psycho-Pokémon, da ist es fraglich. Naja, mal schauen, wie gesagt. Erstmal sehen, was es so für Angriffe bekommt. Aber gut, damit haben wir jetzt erstmal alle Pokémon befreit, die wir jetzt befreien konnten. Einige sind noch dabei. Einige werden wir wahrscheinlich dann noch im Duellberg dann befreien. Oder am Ende des Duellberg-Parts. Weil die wir, ja, weil das ja weitergehen wird dann währenddessen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann!